In diesem Kapitel schauen wir uns etwas völlig Neues mal an, nämlich wie man in Java eine GUI mit Swing selber erstellen kann, sodass sie mal von der Kommandozeile wegkommen und wirklich, ja, State of the Art ein paar Fenster erzeugen können und darüber dann interagieren können mit ihrer Anwendung. Schauen wir mal, wie man eine erste GUI in Java erstellen kann. Zunächst natürlich noch ein bisschen Theorie davor. Was bedeutet überhaupt GUI? Das bedeutet Graphical User Interface, also eine grafische Benutzerschnittstelle oder grafische Bedienoberfläche. Im Vordergrund steht dabei die Softwareergonomie mit dem Ziel, dass die Software an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst sein soll und eben intuitiv leicht bedienbar sein soll. Eine gute GUI-Programmierung setzt aber auch Modularität voraus. Denn das Einbinden neuer Funktionen muss natürlich auch über die GUI leicht machbar sein. Und wenn Sie kleine Änderungen, vermeintlich kleine Änderungen einer GUI machen, ist die Frage, wie Sie das dann umsetzen, wenn Sie zum Beispiel 1000 Bildschirmseiten haben, also eine komplexe Applikation wie SAP zum Beispiel. Und wenn Sie die Datenbank zum Beispiel austauschen, dürfen Sie natürlich nicht auch die GUI ändern müssen. Das macht ein Schichtenmodell erforderlich, was eben die Aufgaben, die Erfordernisse trennt voneinander. Und genau dieses Schichtenmodell verfolgen wir hier auch im zweiten Semester in Programmierung 2. Das sieht so aus. Das ist eine klassische Architektur, mit dem Sie schon ja mittelgroße Anwendungen realisieren können. Ganz oben ist die GUI, die Dialogführung, die Datendarstellung, die von dem Bediener, von dem Benutzer kontrolliert zugegriffen wird. Diese Zugriffe, die der Benutzer dann über die GUI tätigt, sind nochmal zu kontrollieren in einer Zwischenschicht. Darunter liegt dann das Fachkonzept, den funktionalen Kern der Software, die Fachlogik, die Business Logic. Auch da gibt es wieder ein Interface, ein Datenaustausch zu der Datenhaltungsschicht. Typischerweise in komplexeren Anwendungen ist das eine Datenbank. Jetzt im zweiten Semester aber arbeiten wir noch mit Dateien, eben mit Spielständen, die man laden und speichern kann. Ziel ist die Unabhängigkeit und die Trennung der Schichten, um eine austauschbare, wiederverwendbare Software zu erzeugen. Nachteil ist natürlich der zusätzliche Aufwand für diese gelb dargestellten Schnittstellenspezifikationen. Wichtig ist jedoch, nun wie gesagt, wenn Sie die Datenbank austauschen, hat das mit dem Fachkonzept und der Bedienoberfläche erstmal nichts zu tun. Auch könnte man auf die Idee kommen, die Bedienoberfläche komplett zu ändern. Im dritten Semester zum Beispiel in webbasierte Systeme eine webbasierte Oberfläche stattdessen draufzusetzen, eben ohne dass man das Fachkonzept und die Datenbank wieder komplett neu programmieren muss. Wie funktioniert das in Java oder was bietet Java an? Java bietet ganz grundständig das AWT, Abstract Windowing Toolkit. Das ist schon uralt, wurde mit Java 1.0 eingeführt, hat mit Java Version 1.1, ist auch schon sehr lange her, starke Änderungen erfahren. Das sind alle Klassen, die im Package Java AWT sind. Die zentrale Idee dabei war es, dass die AWT plattformunabhängig ist. Das bedeutet, dass Sie eine GUI programmieren können, die sowohl auf Linux, Windows, Mac-Rechnern in etwa gleich aussieht. Man sieht noch etwas die Eigenheiten vom Betriebssystem, aber Sie programmieren die einmal und können das eben dann auf verschiedenen Plattformen passend sich anschauen, müssen also nicht für jede Plattform was Eigenes programmieren. Das war damals schon die zentrale Idee gewesen. Jede Komponente des AWT wird auf eine Komponente der Plattform abgebildet, auf der die JRE läuft. Das heißt, das Runtime Environment ist dafür da, das Ganze quasi in Bildschirmtauglichkeit für das jeweilige Betriebssystem abzubilden. Aus diesem Grund sehen portierte Programme auch auf jedem Rechner einheitlich aus. Was kann man machen mit der AWT? Die AWT bietet folgende Funktionen: grafische Grundelemente zu zeichnen, wie Linien oder Polygone, Elemente anzuordnen über ein Layout, Farben und Zeichensätze zu definieren und Ereignisse und Mausbewegung zu erfassen und zu verarbeiten. Die AWT ist immer noch Grundlage der Swing-Klassen, die wir uns ja
hauptsächlich anschauen und deshalb müssen wir auch die AWT uns anschauen, denn diese Elemente, die hier in den Bullet Points genannt sind, die werden also für die AWT von der AWT in Swing übernommen. Was ist jetzt Swing? Swing heißt formell Java Foundation Classes, JFC. Das wurde mit Java 1.2 eingeführt als Erweiterung von AWT. Der Paketname lautet hier Java X, Java Extended Swing. Die GUI-Komponenten bieten neue grafische Elemente, die vollständig in Java implementiert sein, aber eben zum Teil auch auf den AWT-Komponenten basieren. Sie benötigen mehr Ressourcen als die AWT-Komponenten, denn diese werden komplett aus Zeichenelementen erzeugt. Eine direkte Nutzung der Betriebssystem-GUI findet nicht statt, aber dadurch habe ich ja eben die Unabhängigkeit auch von dem Betriebssystem. Swing hat mehr Komponenten als die AWT und bietet eigentlich alles an, was heutzutage ein PDF-Formular oder ein Internetformular auch anbietet, also eigentlich alles das, was Sie in der Anwendung so brauchen. Schaltflächen und Labels in Swing nehmen Symbole auf, die um Text angeordnet werden können. Also wenn Sie einen Button haben, können Sie da einen Text reinschreiben und oder noch ein kleines Icon dazu malen. Swing-Komponenten können beliebig geformt sein, sodass man sie ähnlich wie bei macOS auch etwas abrunden kann. Jede Swing-Komponente hat einen Rahmen, wenn man das eben so definiert. Wie sieht das Ganze jetzt prinzipiell aus? Die Java-GUIs haben kein monolithisches Design, sondern werden aus einzelnen Komponenten zusammengesetzt. Es gibt also nicht einen großen zusammenhängenden Block, sondern auch hier typisch Objektorientierung. Ja, eigentlich eine Art besteht aus Beziehung. Ja, die GUI ist aus Teilen zusammengesetzt. Diese Teile, diese Bestandteile können einfache grafische Elemente sein, wie Linien, Kreise oder Texte, aber eben auch komplexere Elemente, wie zum Beispiel Boxen, die wiederum ganz viele andere Elemente enthalten können. Und jeder Komponente können Sie noch sagen, ob sie sichtbar oder unsichtbar sein soll. Und wenn eine Komponente unsichtbar ist, dann sind natürlich auch alle darin enthaltenen Komponenten unsichtbar. Wie ist das Ganze jetzt vom Coding her aufgebaut? Es gibt sogenannte Top-Level-Container. Das ist der Ausgangspunkt einer jeden grafischen Anwendung. In diesem Container ist alles drin, also wie eine Art äußeres Fenster. Und da fügt man dann eben den Inhalt ein. Den Container, den wir am meisten verwenden werden, ist der sogenannte JFrame, ein Top-Level-Container. Ist schon ein fertiges Fenster. Fertig ist auch schon minimieren, maximieren oder das Fenster schließen. Und in dem Fenster gibt es dann eben einen Bereich, wo Sie Elemente hineinfüllen können. So sieht die Vererbungshierarchie aus. Wie immer, alles ist irgendwie ein Object. Von Object erbt eine Komponente und ein Container. Ein Fenster, ein Dialog oder ein Frame, das sind Komponenten, ist Vererbung hier. Das ist aber alles noch AWT, das ist die Basis, die wir so selber gar nicht verwenden. Auch Applets werden wir nicht verwenden. Das wurde früher in HTML mit eingebettet, ist aber jetzt in HTML5 auch sogar, soweit ich weiß, aus dem Standard rausgenommen worden, gilt als veraltet. Für uns viel interessanter ist hier der Swing-Teil mit JWindow, JDialog, JFrame und J-Component, also beliebige Komponenten, Steuerelemente, die dann da drin eine Rolle spielen oder die man da eben reinsetzt. Das Ganze ist zusammengesetzt in einer J-Root-Pane, also ja, wie so eine Art Dachcontainer, wo man die Sachen dann eben rein tut. Schauen wir uns das mal genauer an. Wie sieht das aus? Sie programmieren zunächst mal eine ganz normale Java-Klasse. Und dann sagen Sie, das ist ein JFrame, also es funktioniert über Vererbung und damit erzeugen Sie ein erstes Fensterchen. Ein JFrame ist serializable, serialisierbar, also müssen Sie hier wieder die Versionsnummer angeben, damit die Warning weggeht. Dann haben Sie hier einen Konstruktor, in dem Beispiel wird ein String als Zeichenkette mit übergeben. Dieser String kann in der Oberklasse schon verwaltet werden, also Konstruktoraufruf der Oberklasse mit dem Titel und der Titel ist dann eben, wie Sie hier sehen, Hallo Welt in dem Beispiel. Hier unten haben Sie die Main-Methode, die diesen Konstruktor aufruft mit Hallo Welt.
Das ist dann quasi der Titel des Fensters. Dann wird ein JLabel erzeugt. Das ist ein reines Ausgabefeld, wo Sie nichts eintippen können mit diesem Text. Das wird hier erzeugt, das JLabel. Und dann wird dieses JLabel mir als GUI, ich bin ja ein JFrame, hinzugefügt. Damit ist das dann hier sichtbar. Hallo GUI-Welt. Und dann müssen Sie diesen JFrame noch ein bisschen parametrisieren. Sie müssen sagen, was soll passieren, wenn ich auf das X oben drücke. Set Default Close Operation. Da gibt es Konstanten, die in der Java-Doc dokumentiert sind, was man damit machen kann. Die gehören zur Klasse JFrame selbst. Sie können sagen Exit on Close. Das bedeutet, wenn man oben auf das X drückt, wird die Anwendung sofort unmittelbar beendet. Mit Pack wird die Fenstergröße minimiert, sodass noch alles sichtbar ist, aber das Fenster eben nicht so groß ist. Und das Fenster ist standardmäßig unsichtbar. Das bedeutet, ja, wenn Sie was sehen wollen, müssen Sie diesem Fenster noch sagen, dass es sichtbar geschaltet wird. Hier das Ganze nochmal in Textform, die Erstellung des neuen JLabels, das einen Text bekommt, das dann dem Hauptfenster hinzugefügt wird. Das Pack, was eben ja, die Fenstergröße komprimiert. Wenn man das nicht möchte, könnte man auch Set Size sagen mit einer Breiten- und Höhenangabe. Und das ist dann die Anzahl Pixel, wie groß das Fenster ist, wenn dann eben der Konstruktor aufgerufen wird. Also ein manuelles Festlegen von Breite und Höhe. Hier sehen Sie, was Sie alles angeben können bei Default Close Operation. Exit on Close haben wir schon besprochen. Hide on Close, dann wird das Fenster versteckt, ohne ihn zu beenden. Das ist der Default-Wert. Finde ich nicht so gut, weil das ja immer noch im Speicher ist. Es wird einfach nur nicht dargestellt. Do Nothing on Close, das bedeutet, dass überhaupt nichts passiert, wenn man auf das X drückt. Interessant kann noch sein Dispose on Close. Das bedeutet, dass eine Dispose-Methode aufgerufen wird, wenn man auf das X drückt. Diese Methode hat jeder JFrame und wenn Sie davon vererben, können Sie die ja überschreiben und dann unter Umständen noch was aufräumen, ähnlich wie in einem Finally-Block, dass Sie quasi noch Dateien zumachen, die gerade geöffnet sind oder Netzwerkverbindungen oder Datenbankverbindungen, bevor das Fenster dann eben schließlich geschlossen wird. Hier ist jetzt einmal so ein Beispiel. Also Dispose wird überschrieben. Mit System-out-println gebe ich nur was aus. Also das heißt, hier könnte man die Aufräumaktionen starten. Ganz wichtig noch, Sie müssen ganz zum Schluss das Programm dann von Hand beenden. Sie können ein Programm beenden mit System.exit. Das bedeutet wirklich, dass das Programm sofort beendet wird. Und da gibt es noch einen sogenannten Exit-Code. Der wird ans Betriebssystem übergeben. Wenn der Wert ungleich 0 ist, ist das typischerweise ein Fehlercode. Das heißt, wenn das Programm durch Drücken auf das X regulär beendet wird, übergibt man typischerweise eine 0 hier, dass eben kein Fehler aufgetreten ist. Ja, dann hatten wir auch schon gesagt, set visible true. Also ganz zum Schluss, wenn alles ordnungsgemäß angeordnet ist, dann schaltet man zum Abschluss das Fenster noch sichtbar, damit der Benutzer das sehen kann. Im Folgenden werden ein paar Methoden vorgestellt, wie man eine GUI erstellen kann oder was es da so gibt. Das alles kann man in der Java-Doc nachlesen, in Tests oder Klausuren. Kriegen Sie die in Englisch immer ausgedruckt, also Sie müssen die nicht auswendig kennen. Das sind einige Klassen. Jedes Steuerelement ist eben eine Klasse mit einer Vielzahl an Methoden, die man nicht auswendig kennen muss. Einige wichtige Methoden werden Sie mit der Zeit, wenn Sie das öfter verwenden, automatisch auswendig kennen, wenn Sie das halt ein paar Mal programmiert haben. Aber wie gesagt, für Tests oder Klausuren händige ich die Ihnen immer vollständig aus. Sie müssen damit natürlich dann umgehen können, also Sie müssen die Java-Doc auf Englisch dann auch verstehen und Sie müssen auch den Aufbau natürlich nachvollziehen können. Das heißt, es wäre gut, wenn Sie die vorher schon mal gesehen und verwendet hätten. Ja, jetzt schauen wir uns noch ein paar Methoden des JLabels an, was da so geht mit. Wir hatten ein neues JLabel gemacht. Interessant ist zum Beispiel,
dass man da auch HTML reinschreiben kann. Also hier zum Beispiel mit Zeilenumbruch. Es gehen auch ein paar CSS-Angaben, Farbangaben zum Beispiel. Können Sie gerne mal ausprobieren. Das wird dann hier in der Swing-Applikation so dargestellt. Ein JLabel ist eine reine Anzeigekomponente, eben ein Ausgabefeld, kein Eingabefeld. Das sind die möglichen Konstruktoren. Also ich habe jetzt hier mal ein Teil der Java-Doc nochmal übersetzt, letztmalig, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen. Sie können auch ein Icon übergeben, ein Bild. Dieses Icon können Sie zum Beispiel als JPG-Datei von der Festplatte reinladen oder einen Text, das haben wir gemacht. Oder Sie können sogar Text und Icon zusammenbringen und können dann noch über eine Konstante angeben, wie denn die horizontale Ausrichtung da sein soll. Sie können ein vorhandenes JLabel auch nachträglich ändern, mit Set-Text einen neuen Text reinschreiben oder mit Set-Icon ein neues Icon setzen. Dann gibt es auch noch einen optionalen Menübereich und einen Bereich für den Inhalt. Was das Betriebssystem schon automatisch unterstützt, ist eben die Ma Minimierung, Maximierung und Wiederherstellung und Schließen. Ja, also diese Basisfunktionen hier oben rechts bietet jedes JFrame an. Also kann jederzeit ja, verwendet werden. Da müssen Sie auch nichts programmieren. Das ist also schon direkt verfügbar. Dann haben wir gesagt, ich bin ein JFrame. Ja? Also meine erste GUI erbt von JFrame. Das kriegen Sie aber genauso umgesetzt, wenn Sie sagen, dass diese GUI ein JFrame kennt. Über eine Assoziation, dann haben Sie den Vorteil, dass Sie die Vererbung nicht verbrauchen. Sie dürfen ja nur einmal vererben. Ja, wie funktioniert das jetzt, wenn man quasi so ein JFrame befüllt? Die Grundidee ist das Prinzip der Container. Dieses Container-Prinzip ist auch sehr ähnlich zu einer ArrayList, also zu einer, ja, zu einem Container, was Sie vielleicht schon in PA1 mal kennengelernt haben, wo Sie beliebige Objekte reintun können. Diese Objekte hier sind jetzt halt eben grafische Steuerelemente. Die Idee ist aber genau die gleiche. In einem Container einer Java-GUI kann man ebenso andere Container und oder Steuerelemente platzieren. Diese werden dann eben auf dem Bildschirm dargestellt. Genauso wie bei der ArrayList haben wir auch hier eine Add-Methode, wo Sie eben eine Komponente hinzufügen können. Sowohl die Container als auch die Steuerelemente selbst sind Komponenten der Benutzeroberfläche. Das Konzept besteht darin, dass sowohl die Container als auch die Steuerelemente eben von der Klasse Component vererbt sind. Das ist eine Ist-Einbeziehung und damit ist alles irgendwie eine GUI-Komponente und hier im Spezialfall noch ein GUI-Container, den Sie mit anderen Containern auch befüllen können. Und so kriegen Sie so eine Art, ja, baumförmige Zwiebelstruktur hin, dass eben Container Container beinhalten können. Das ist das entsprechende UML dazu. Der Container ist eine Komponente und besteht seinerseits aus 0 bis beliebig vielen Komponenten. Hier müsste eigentlich ein Stern sein für ein besseres UML. Und so ist das dann intern gecodet als Eigenschaft. Und jeder Container hat eben die Add-Methode, um eine Komponente hinzuzufügen. Container bestehen also aus Container. Wie eine Zwiebel geschachtelt, habe ich eben schon gesagt. Die Frage ist, was ist die äußere Grenze? Das sind eben die sogenannten Top-Level-Container. Davon gibt es 4 Stück. Es gibt einen JFrame, den haben wir uns gerade angesehen, ein Fenster. Dann gibt es noch einen JDialog, das ist ein Dialog. Ein Dialog hat immer die Eigenschaft, dass er ein abhängiges Elternfenster hat. Ja, ein Dialog könnte sein, wollen Sie wirklich speichern, ja oder nein? Und wenn der Dialog erscheint, ist das Elternfenster typischerweise blockiert. Damit können Sie also nicht weiterarbeiten, bis Sie eben diesen Dialog beantwortet haben. Und dann verschwindet der wieder und dann haben Sie wieder das Elternfenster zur Verfügung. Ein Window ist ähnlich wie ein JFrame, nur ohne Rand. Also da fehlen die Steuerelemente oben zum Verkleinern, Vergrößern oder das X. JApplet, haben wir gesagt, wird in HTML eingebettet, aber ist jetzt im neuen HTML schon obsolet geworden. Also das verwendet man heutzutage nicht mehr. So sieht das Ganze aus.
mal im Vergleich ein J-Dialog, ein Dialogfenster, das einen Titel, einen Rahmen und eine Schaltfläche zum Schließen des Dialoges besitzt. Ein Dialog hat eben besonders die Eigenschaft, dass es von einem Hauptfenster, typischerweise ein J-Frame, abhängig sein kann. Diese Abhängigkeit besteht darin, dass man zuerst den Dialog schließen muss, bevor man das Hauptfenster weiter bedienen kann, habe ich gerade gesagt. Ein J-Window ist ein Fenster ohne Rahmen. Ja, das ist also hier einfach das Graue, welches überall auf dem Desktop platziert werden kann. Ein J-Applet hat ebenfalls keinen Rahmen, hat aber die besondere Eigenschaft, von HTML-Code aus aufrufbar zu sein. Damit kann man ein Applet über einen Internetbrowser aufrufen, sofern dieser das JRE-Plugin besitzt. Und genau da ist auch das Problem, dass nämlich dann der Client im Browser dieses Plugin besitzen muss und das auch der Version entspricht und dass sie damit Java-Code zu den Clients laden. Und da gab es auch immer Bedenken, was die Sicherheit betrifft. Das Applet wird nämlich über den Internetbrowser dann automatisch von dem Server nachgeladen und in der VM des Clients über den Internetbrowser ausgeführt. Das war das Konzept der Applets. Ja, schauen wir uns die Container als nächstes noch genauer an. Die Hauptaufgaben der Container sind nur dazu da, also die Hauptaufgaben sind, die Elemente, die da drin sind, zu gruppieren und anzuordnen. Einen typischen Container, den man gerne verwendet, ist ein JPanel. Die sind standardmäßig nicht sichtbar, haben aber ein eigenes Layout. Das heißt, Sie können da Sachen reinfüllen und die in bestimmte Art und Weise anordnen. Schauen wir uns weitere Container an. Es gibt eine JSplitPane, die ermöglicht es, zwei untergeordnete Elemente nebeneinander oder untereinander darzustellen. Und dann können Sie die auch hin und her schieben. Und jeweils links und rechts in dem Beispiel haben Sie dann einen Untercontainer. Hier sind jetzt Bilder reingeladen. Ich mache das absichtlich, dass Sie die Klassen mal gehört haben, weil diese Klassen können Sie dann in der JavaDoc suchen und dann eben frei verwenden. Sie sollen ja auch selbstständig mittlerweile damit arbeiten können. Es gibt eine JTabpane, typischerweise für komplexere Einstellungen, ermöglicht die Anordnung von individuellen Elementen mit Registerkarten. Das heißt, Sie geben in einer JTabpane die Anzahl der Registerkarten an. Jede Registerkarte hat einen Titel und einen Container, den Sie wiederum mit anderen Sachen befüllen können. Dann gibt es eine JToolbar, da sind eigentlich Buttons drin und jeden Button können Sie mit einem Icon versehen und natürlich später dann auch mit Funktionalität belegen. Und die können Sie andocken an die Fenster oder Sie irgendwo hinschieben, also Sie sind frei beweglich. Als nächstes Teilkapitel habe ich noch, wie Sie verschiedene Elemente anordnen können, also welche Möglichkeiten Sie der Anordnung haben. Die Layout-Manager sind selbst Objekte und sind nur dazu da, quasi Anweisungen zu geben, wie etwas angeordnet wird. Diese Layout-Manager sollen definiert sein, bevor Sie da Steuerelemente in den Container reintun. Das bedeutet, Sie haben einen Container, weisen als nächstes dem Container einen Layout-Manager zu. Das geht über die Methode setLayout. Dann müssen Sie sich einen passenden Layout-Manager aussuchen. Und wenn Sie das getan haben, fangen Sie erst an, diesen Container mit Steuerelementen zu befüllen. Was gibt es da für Manager? Der Standard-Manager ist das Flow-Layout, wo Sie einfach die Elemente hintereinander anordnen. Und die neuen Elemente werden dann umgebrochen, wenn die maximale Breite des Containers erreicht ist. Das ist so ein nicht sehr schönes Standard-Layout. Nur wenn Sie das Layout eines Containers zuvor ändern, müssen Sie eben mit setLayout, Klammer auf, Klammer zu, das Flow-Layout wieder einrichten. Sie können stattdessen natürlich auch hier New Flow Layout übergeben und dann wird das Layout eben auch gesetzt. Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Hier ist es jetzt so, ich habe eine GUI-Klasse, die kennt einen JFrame JF und es gibt drei Buttons. Im Konstruktor wird der JFrame neu angelegt mit einem Titel. Das ist dann wieder das, was hier oben drin steht. Dann wird ein Panel erzeugt
Und dieses Panel ist also eine unsichtbare Hülle, aber auch ein Container. Und dieses Panel kriegt dann ein Layout, nämlich das Flow Layout. Und nacheinander werden da die Buttons reingeschoben. Dann wird wieder gesagt, du Frame, deine Content Pane ist das Panel. Stattdessen, statt Set Content Pane, hätten sie auch einfach Add sagen können. Dann wird das Panel hinzugefügt. Dann wieder, wie eben, bitte das Programm sofort beenden, wenn ich auf das X drücke, minimieren und sichtbar machen. Und dann sehen Sie das Fenster hier links. Wenn Sie dieses Fenster kleiner schieben, ja, bricht dann irgendwann die dritte Schaltfläche um und dann auch irgendwann die zweite Schaltfläche. Das ist eben das Verhalten, die Eigenschaft eines Flow-Layouts. Das nächste Layout ist ein bisschen wie Excel, ein Grid-Layout mit Zeilen und Spalten. Hier ist es so, ich habe wieder ein J-Frame und 6 Buttons. Und ich sage, du Panel, du bekommst jetzt als Layout ein Grid-Layout mit 2 Zeilen und 3 Spalten. Ja, das ist im Konstruktor anzugeben. Und dann fügen Sie die Elemente rein in das Panel und die werden dann nach einer gewissen Reihenfolge angeordnet. Das sehen wir gleich. Das ist in der Java-Doc auch genau dokumentiert. Und auch hier wieder genau dasselbe. Das Panel geht in den JFrame rein. JFrame wird parametrisiert. Was passieren soll, wenn man auf X drückt, Fenstergröße minimieren und sichtbar machen. Und dann haben Sie hier eben 6 Schaltflächen mit 2 Zeilen, 3 Spalten. Und wenn Sie das größer ziehen, bleibt das eben genauso in der Anordnung. Das ist typisch für ein Grid-Layout. Könnte vielleicht interessant sein für irgendwelche Spielschaltflächen. Ein weiteres Layout, was ich sehr gerne verwende, ist das Border-Layout. Das ist angelehnt an einen Kompass. Norden, Süden, Westen, Osten. Und es gibt noch eine Mitte. Das heißt, Sie sagen dann im Panel hier, setze bitte das Layout aufs Border-Layout. Und dann haben Sie bei dem Add die 5 Buttons, die Sie hinzufügen. Und dann müssen Sie noch angeben, wo sollen die hinzugefügt werden. Also Button B1 kommt in den Norden, B2 in den Süden, B3 in den Osten, B4 in den Westen, B5 in die Mitte. Und dementsprechend werden die Buttons dann zugeteilt. Hier ist es Buttons, damit Sie das mal sehen können. Aber Sie können natürlich statt einem Button hier auch wieder J-Panels haben. Und dieses J-Panel, was da reingeschoben wird, dann in den Center-Bereich meinetwegen, kann natürlich wiederum ein komplett eigenes, anderes Layout besitzen. Und so können Sie quasi die GUI komplett konfigurieren, wie Sie das gerne hätten. In dem Beispiel sieht es eben so aus. Und wenn Sie da das Fenster größer machen, ja, wird es entsprechend angepasst. Ich finde das sehr schön, weil das ist auch sehr anpassungsfähig an verschiedene Bildschirmauflösungen. Auch typischerweise im Norden könnte man eine Menüleiste haben, im Süden vielleicht irgendwelche Buttons zum Drücken oder irgendwelche Eingabefelder. Die Mitte ist der Zentralbereich. Da könnte man vielleicht ein Spielfeld, ein Spielbrett reintun oder eine Tabelle für eine Tabellenkalkulation oder was SAP-ähnliches. Und auch interessant ist, wenn Sie zum Beispiel den Westen nicht besetzen, dann geht die Mitte bis ganz links. Wenn Sie den Osten nicht besetzen, geht die Mitte bis ganz rechts. Ja, das heißt, die werden automatisch aufgefüllt. Sie sind nicht immer gezwungen, alle 5 Elemente zu belegen. Als letztes noch das komplexeste Layout. Das würde ich vielleicht nicht als erstes Layout nehmen. Das ist das sogenannte Grid-Back-Layout. Das ist etwas angelehnt ans Grid-Layout, aber noch wesentlich genauer parametrisierbar. Auch hier haben wir wieder 5 Buttons und Sie sagen Set Layout, bitte nimm das Grid-Back-Layout in dem Panel. Um das zu parametrisieren, gibt es eigene Grid-Back-Constraints. Das ist ein Objekt der Klasse Grid-Back-Constraints, aber die Eigenschaften da drin sind komplett public zugreifbar. Das heißt, das ist einfach ein Set von Werten, den Sie setzen können und dann übergeben Sie diesen Satz von Werten und dann sind das die Parameter für den Button 1 oder für den Button 2. Schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Ich sage erstmal, die sollen horizontal gefüllt werden. Dann sage ich x0, y0.
gibt es irgendwie eine Breite 0,5 und diese Eigenschaften sollen gelten für den Button B1, der jetzt dem Panel hinzugefügt wird unter Verwendung dieser Gridback Constraints. Das heißt, Sie können jetzt hier ja die XY-Position eigentlich angeben, wo dann was reingeschrieben werden soll. Also X1, X2, Y1, Y2. Und Sie können hier dann auch sagen, dass ein Element über mehrere Gitterelemente gehen soll. Sie können also Zellen zusammenfügen. Das geht mit Grid With. Mit Pad Y können Sie einen gewissen Rand, ein Padding einhalten. Das heißt, es klebt da nicht direkt am Rand, sondern hat hier 40 Pixel Offset. Jede einzelne Eigenschaft ist natürlich in JavaDoc wieder voll dokumentiert. Das müssen Sie halt dann durchlesen. Sie können auch Insets definieren. Das bedeutet auch hier oben, unten, links, rechts gibt es dann eine Abstandsvorgabe, die immer eingehalten wird. Auch hier bitte wieder im Konstruktor von Insets in der JavaDoc schauen, was ist da, was die Parameter bedeuten, wie die zu setzen sind. Sie können einen Anker setzen, dass nämlich dieses Element, das ist hier der fünfte Button, immer an Page End angedockt ist und das müsste, glaube ich, unten rechts der Punkt von dem Fenster sein. Das bedeutet, dass der Button immer, egal welche Auflösung ich habe, unten rechts an der Ecke hängt. Sieht jetzt sehr kompliziert aus. Schauen wir mal, was da erzeugt wird. Das sieht eben so aus. Ja, hier sehen Sie die Abstände. Hier sehen Sie die Schaltfläche 5, die hier an dieser Ecke klebt. Und Sie sehen die Schaltfläche 4, die eben über drei Gitterelemente geht. Und auch hier, wenn Sie das weiter zusammenziehen, wird das nicht gehen. Also hier ist ein Abstand zwischen Schaltfläche 4 und 5, der eben eingehalten werden muss, immer aufgrund der Vorgaben. Und wenn Sie das Fenster größer machen, sieht es halt entsprechend so aus und die Schaltfläche 5 bleibt eben da unten dran kleben. Das war schon alles zu dieser Lerneinheit.